Wie oft am Tag sollte ich mir eigentlich die Zähne putzen? Einmal, zweimal, dreimal oder noch öfter? Mein Name ist Andrea Jakob und ich bin Zahnärztin. In diesem kurzen Video möchte ich einfach mal diese interessante Frage kurz mit dir beleuchten. Für viele wird das wahrscheinlich eine völlig blödsinnige Frage sein und das kann ich auch verstehen. Aber glaube mir, in meiner täglichen Praxis erlebe ich doch die kuriosesten Dinge und glaube mir, es gibt doch viele Menschen, die nur einmal am Tag die Zähne putzen. Glaubst du mir nicht? Doch, schau, das sind ganz oft Schüler, die morgens einfach keine Zeit haben, zum Bus schon rennen müssen, Teenager, die andere Sachen im Kopf haben. Ja? Und da einfach mal so ein kleiner Gedankenanstoß auch an die Eltern, guckt einfach mal, sonst muss der Wecker leider mal 10 Minuten früher gestellt werden. Aber ganz oft, wenn ich die Kids unter 4 Augen wirklich mal fragen, wie oft putzt du dir denn die Zähne? Da kommt halt ganz oft die Antwort, ja, nur abends. Ja, also glaub mir, das ist eine Sache, die unterschätzen viele. Und deswegen empfehle ich halt auch allen Eltern, kauft euren Kindern, Teenagern auf jeden Fall eine elektrische oder Schallzahnbürste, damit es einfach ein bisschen mehr Spaß macht, so ein bisschen was für seine Mundhygiene einfach zu tun. So, wenn du dir jetzt vorstellst, du gehst mit frisch geputzten Zähnen aus dem Haus und dann ist es bei vielen von euch ja so, dass sie doch irgendwie in Kantinen essen müssen. Und da, wenn du es schaffst und die Möglichkeit hast, irgendwo eine Zahnbürste zu haben, finde ich es natürlich super, wenn diejenigen einfach nicht nur, weil sie einen frischen Atem haben möchten, sondern weil sie vielleicht auch klebrige Speisen gegessen haben, einfach auch mittags ihre Zähne putzen. Ja, das ist kein Muss. Aber letztendlich hast du natürlich viele Vorteile, weil wenn du das nicht machst, wirst du wahrscheinlich nachmittags selber merken, wenn du mit der Zunge mal über deine Zähne gehst, wird schon ein bisschen komisch. Ja? Du fühlst irgendwie so einen kleinen Teppich auf deinen Zähnen und das ist genau das, was ab muss. Das heißt, du siehst, in der Regel ist es natürlich so, morgens und abends Zähne putzen, ganz klar. Wenn du die Möglichkeit hast, mittags dir auch die Zähne zu putzen, ist das natürlich perfekt. Ja, was du natürlich auch machen kannst, wenn du das Gefühl hast, du solltest dir mittags mal die Zähne putzen ist und du hast die Möglichkeit nicht, kau einfach mal ein paar Minuten ein zuckerfreies, ein zahnfreundliches Kaugummi, weil der Effekt ist einfach, dass du deine Speichelproduktion anregst und auch durch die Kaubewegung so ein bisschen einfach der grobe Dreck schon mal abkommt. Aber du neutralisierst halt auch den sauren pH-Wert deines Speichels, der ja, wie du wahrscheinlich weißt, nach dem Essen einfach absinkt. Und an dieser Stelle auch ganz, ganz wichtig, wenn du mittags deine Zähne putzt, solltest du trotzdem natürlich mindestens eine halbe Stunde warten, bevor du damit anfängst. Manche nutzen das finde ich auch einen coolen Gedanken daran und sagen, ich putze mir mittags einfach die Zähne, damit ich bis abends nichts esse. Ja? Weil das ist auch sowas. Viele futtern ja den ganzen Tag irgendwas. Hier ein Bonbon, da ein Snickers, da irgendein Kuchenstück. Und du hast am Ende des Tages einfach einen permanenten Zuckerregen auf deinen Zähnen. Und dann ist es einfach so, dass sich ganz viel weiche Belege einfach aus deinen Zähnen sammeln können. Und wenn du die über die nächsten Tage einfach nicht immer regelmäßig gut wegputzt, ja, weil du dann doch mal den Schlendrian hast, wie wir alle, ja, das ist ganz klar, dann ist es einfach so, dass nicht nur Karies und Löcher entstehen können. Nein, es ist auch einfach die Möglichkeit, dass sich irgendwo das Zahnfleisch so gereizt fühlt, dass es anfängt zu bluten, weil es sich schützen will, weil es eine Entzündungsreaktion als erstes gibt. Das heißt, diese Frage, wie oft sollte ich mir die Zähne putzen, die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Du sollst natürlich das Zähneputzen jetzt nicht zu deinem Lebensmittelpunkt machen. Verstehe mich bitte nicht falsch. Aber 2-mal am Tag ist absolutes Minimum. Ja, da verlinke ich dir hier oben auch einfach mal das Video, sollte ich jetzt vor oder nach dem Frühstück meine Zähne putzen? Das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage. Und dann kommt es natürlich einfach darauf an, was isst du den ganzen Tag und was trinkst du den ganzen Tag? Je ungesünder, würde ich jetzt mal pauschal sagen, desto öfter kannst du dir zwischendurch einfach mal die Zähne putzen, weil dieses ganze ungesunde Zuckerzeug, Fastfood, das ist das, was viel schneller einfach auf deinen Zähnen kleben bleibt. Wenn du eine, ja, gesunde, ich weiß, das ist ein Gummibegriff, will ich auch nicht näher hier einsteigen, aber eine gesündere, zuckerärmere
ganze Ernährung einfach lebst, dann reicht es auf jeden Fall, zweimal am Tag nur die Zähne zu putzen. Ich bin jetzt gespannt, was für eine Diskussion unter diesem Video einfach losgeht. Schreib mir gerne mal, wie du die ganze Sache einschätzt, wie oft du dir die Zähne putzt, welche Hilfsmittel du dafür verwendest. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Bis zum nächsten Video. Ciao.